Kauf einen Japaner, haben sie gesagt, dann hast du nie Ärger. So ein Nonsens. Ich habe ja gerade Beef mit Suzuki Deutschland, weil heute habe ich Post bekommen, Schreiben vom 2. November. Und da heißt es: Sehr geehrter Herr Zimmer, die letzte Inspektion Ihres Suzuki Vitara liegt nun schon fast wieder ein Jahr zurück und Sie können sich jetzt mit einem einzigen Termin eine ganze Reihe von Vorteilen sichern. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Mit der regelmäßigen Wartung in unserer Fachwerkstatt verfügen Sie über ein Fahrzeug, das technisch einwandfrei funktioniert und wertstabil bleibt. Klingt super, oder? Ja, mit meinem Suzuki Vitara, also ein wirklich schöner Diesel, war ich jedes Jahr in der Inspektion bei meiner Vertragswerkstatt, beim sehr sympathischen und sehr guten Autohaus Schmidt in Pasing. Also mehr Inspektion vom Fachmann geht nicht. Und was hat's geholfen? Nichts. Mein Vitara ist seit Juni 23 ein Totalschaden und ich hatte nicht mal einen Unfall. Nach gerade mal 83.000 Kilometern ist ein Zylinder geplatzt. Einfach so. Ersatzteile gibt's nicht mehr. Und weil die Mühle schon im sechsten Jahr war, gab es auch keinerlei Entgegenkommen und auch nicht nur ein Fitzelchen Kulanz von Suzuki Deutschland. Denen war das komplett wurscht. Und einfach nochmal dieser Satz. Mit der regelmäßigen Wartung in unserer Fachwerkstatt verfügen Sie über ein Fahrzeug, das technisch einwandfrei funktioniert und wertstabil bleibt. Ich kann es gar nicht oft genug lesen, ne? Weil das ist der Hohn. Das Ding hat an vier Rädern neue Bremsen. Das ist ansonsten auch wirklich gepflegt und trotzdem an der Kiste funktioniert gar nichts mehr. Und zur Wertstabilität, ich habe die Karre am Ende für 1.400 € als Schrott verkaufen können. Hey, Suzuki Deutschland, dieser Brief, den ihr mir da schickt, das ist eine solche Frechheit. Und ganz ehrlich, wenn ihr mir schon ein Quatschauto verkauft, das ich nach 6 Jahren wegwerfen muss, dann pflegt wenigstens eure Datenbank und verschickt nicht Monate später so eine dämliche Einladung zur Inspektion. Weil ganz ehrlich, in meinen Augen wird der Kundendienst und Service ersetzt durch ganz große Verarsche. Und ihr, Herr Mike, kauft euch halt was Gescheites, ein Fahrrad mit Anhänger oder so.